Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Wuthering Wave. Wir haben gestern ja sehr eifrig nach den Echos gesammelt. Das machen wir heute weiter, damit wir vielleicht eventuell die Liste voll bekommen, für alle Echos auf Stufe 5 zu bekommen. Und ja, ich sehe gerade, unsere Wellenplatte ist wieder voll. Die werden wir direkt verbrauchen auch, damit unser Gian besser wird. Das ist, wenn ich ja, moin! Dungeons hier. Dungeon kann darunter vorkommen, aber ich meine halt als 5-Star. Ach so, ja. Dann wäre das auch frech, Digga, also ohne. Dann ziehst du einfach auf dem anderen Account auch noch Dungeon. Dann zum dritten Mal. Gerade noch von Bebo geredet. Von Bedo meinst du? Der Bedo genannt hat. Ich weiß auch einfach dieses Bedo im Kopf, ich weiß auch nicht. Ich hab gerade hier so eine andere Edition da gefunden, so eine andere Farbe. Wahrscheinlich. Und dann kam, hab ich ihn was gefragt und dann meinte er, dass ich Bedo lieber fragen soll. Was hast du gefangen, die Schildkröte? Ja, Schildkröte. Bitte nenn dich jetzt Bedo, okay? Nee. Bedo Schokolade. Ja. Ich hab seinen Namen zu Hund gemacht. Oha, sorry, wie sorry. Entschädigung, schon wieder Entschädigung, was läuft denn jetzt? Es gab einen Glitch, wo du dir Geld. Ja, es gab einen Glitch, wo irgendwelche Leute Echos geglitscht haben. Okay. Und sich haufenweise Geld irgendwie geglitscht haben. Ja. Wir haben noch 600k bekommen, ne? An Münzen. Ja, wieso nicht? Ich nehme alles. 600k nimmt man mit. Ja, mein Konto nur mit 600k gefüllt. Was ist das denn, Digga? Muss ich das hier machen? Ah. So. Jetzt auf süßen Real Life 600k, dann wäre ich zufrieden. Ja. Dann würde ich direkt Führerschein, alles Motorrad kaufen, Garage. Mehr brauche ich nicht. Nur Führerschein, Motorrad und Garage. Wieso, willst du schlafen in der Garage oder was? Na, ich bleib hier, wo ich hier bin. So. Obwohl, hier in Halle könntest du vielleicht auch schon eine gute Wohnung bekommen. Obwohl 600k ist eigentlich gar nichts für eine Immobilie. Zumindest in Großstädten. Wie es bei uns aussehen würde, keine Ahnung. Naja, in Luxemburg kriege ich vielleicht eine Garage mit Licht. Ja, das ist ehrenlos, Junge. Was ist das für ein Kampf? Was soll das? Ja, das ist so respektlos, was das für ein Kampf hier gerade ist. Bist du gewaped? Bruder, guck dir das mal an. Mal schauen. Ja, du kannst was gehen. Ja. Das kämpfst du auch im Wasser. Digga, ist super scheiße. Ich kann die Dinger besiegen, aber ich kann sie nicht besiegen. Nimm den Löwen, Junge, der steht auf Stelzen. Er ist Level 1. Das ist schlecht. Ich mach jetzt 3er Damage, let's go. Mal gucken, wie lange du brauchst. 4 Damage. Kannst ja mal Timer stellen.
jetzt hier aber auch nicht rauskommen, ohne uns fickt euch. Tschüss. Einfach aufgegeben. Ohne uns fickt euch einfach. Könnt ihr mit meiner Ulta rausholen oder so? Sag ich mal. So, besiegen könnte man können. Absorbieren wir ein Akku, das ist ja easy. Ich hab's tatsächlich geschafft, einen zu töten, und der hat mir den Five-Star gedroppt, den ich haben wollte. Jetzt kann ich wieder auf die Scheißen. Let's go. Zum Glück bin ich noch umgedreht. Ja, mir fehlen auch nicht mehr so viele Five-Stars. Noch 9 Stück, dann hab ich sie alle. Ich hoffe, heute habe ich etwas mehr Glück. Kannst du dir nicht vorstellen, gestern ich habe noch immer nicht die Ampel bekommen. Ich habe die Ampel gejagt und gejagt und ich bekam sie nicht. Okay, well. Das ist auch gemacht. Schließ mal an. Was bräuchte ich denn noch? Ich glaube, ich habe seine Fähigkeit noch nicht geboostet. Genau. Oh, ich habe sogar noch einen neuen bekommen. Also meine Datenbank ist auf jeden Fall auf Level 20. Ich kann nur nicht reingehen, weil ich noch nicht Phase 5 bin. Das ist so frech, ne? Oh Mann, das nervt. Das Level 40 Level, ne? Dauert Arschlange. Gehst die Welt entdecken. Also ich habe einen Map-Teil einfach auf 96% und ich finde nichts mehr. Karte zeigt nichts mehr, nichts mehr. Welchen Teil der Map? Jaulender Sumpf. Kann sein, dass ich vielleicht irgendwelche Nebenquests machen muss. Kann gut sein, weil den Ort, wo mir ja gefehlt hat, war alleine durch die Nebenquest. Ich weiß halt nicht, welche Nebenquests da sind. Ich hab bei der Welt eine neue Erkundungsquest freigeschaltet, also eine neue Weltquest. Weiß nicht, wie du das gemacht hast. Schatten der Vergangenheit, Akt 2. Was ist denn Akt 2? Doch, ich glaube, die habe ich schon durch. Frag mich echt mal, ob wir einen neuen Hanging-Gleiter bekommen.
Bin auch mal gespannt. Wie soll ich diesen Würfel hochbekommen? Ah. Ich gehe auch mal ein paar Würfel sammeln. Let's go. Das irgendwie muss ich den Würfel da hochbekommen, ich habe keine Ahnung wie. Wie meinst du? Zeig mal. Digga, was ist das, hä? Warum klippt er nicht einfach da hoch? Ich verstehe es manchmal nicht. Hier muss ich den Würfel hochbekommen. Der ist da unten. Und hier rutscht die ganze Zeit runter. Das ist schwierig, den da hochzubekommen. Deswegen, ja. Geht das? Kannst du nicht werfen. Okay, ja. Muss ihn mal fallen lassen. Was passiert, wenn du auf diese Plattform gehst? Ja. Geht irgendwas? Nein. An. Was ist das? Ist das ein Fahrstuhl? Das ist ein Fahrstuhl, ja. Ja, okay, jetzt habe ich es gefunden. Alter, jetzt erinnere ich mich. Jawohl, er hat. Hey, what the fuck? Ich hab das erste Bild einfach gelöscht. Er hat einfach geschrieben, Inside Erin. Hat aber genau den gleichen Gedanken gehabt. Digga, wo ist der Würfel denn bis jetzt? Da guck das bitte an. Ich kann das alles nicht mehr. Mehrere von diesen Monden, ne? Der Map. Ja, die Quest habe ich hinter mir. Achso. Waren jetzt vier Stück, glaube ich. Monde, so Halbmonde, die auf dem Boden liegen. Ja, ja. Ich habe schon gesehen, die, aber. Die dann komplett sind. Aber ich check das nicht, wo diese Quest ist, wo ich das anmachen kann. Das soll hier irgendwo sein. Da sind wieder 10. Oh, wie soll ich da hin? Wie soll man da hinterherkommen? Okay. Wieder 21 Uhr. ターゲット確認。危険も戦争に不可欠だ。慈悲など無用。チアリ。ここに手を打つ。これでどう。 Wo soll das sein? In die Richtung. Gar nichts mehr.
Oh, das ist einfach. Hier ist auf dieser Map so zweimal dasselbe markiert. Aber es ist einfach, wenn du irgendwie das einsammelt, dasselbe. Boah, und ich suchte und suchte nach diesen zweiten Dings, Junge. Das kann ich sehen. Kurz vor der 15 bin ich. In der 20 ist schon so über 15. Wir gehen 15, 85 und 200. Das ist jetzt gerade mein 15? Oder kurz vor 15? Mir fehlen 15 Stück für 15. Ja, dann kannst du Gold mal sammeln, ne? Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo du Gold überfahren kannst, geht das hoch. Ich反撃の時だ。これでどうだ。曲を開く。交代はしない。冷気だ。火を待つのみ。いや。行くぞ。まだ戦える。反撃の時だ。 ターゲット確認。 戦争に不可欠だ。慈悲など無用。
Stufe 30. Was ist Stufe 30? Battle Pass. Ja. Hast du gesehen, wir bekommen sogar eine Refine-Variante für die Waffe, ne? Also wir können die Instant einmal refine, die Battle Pass-Waffe. Kriegt man aber nur, wenn man den teureren Pass geholt hat, ne? Okay. Ja gut, ich nehme meistens immer die teure Pässe. Sie ist die ein, den billigen zu nehmen. In 100 Stück eingesammelt jetzt, Digga. Geistgang. 34 noch. Und von den 34 kann ich locker 15 nicht einsammeln. Soll ich jetzt einfach einen Bossgegner läuft? Das ist das Niedrigste. Stemo
ただ勝つのみ。 Auf was baut man eigentlich Kalschau genau? Nur auf Angriff oder auf Crit? Ich glaube auf Crit war das, bin mir nicht ganz sicher. Kalschau? Ja. Ich muss gucken. Ich glaube aber auf Crit. So das typische DPS. Dann ist eigentlich am besten, wenn ich ihm das Schwert vom Pass gebe. Pass gebe. Ja. Ja, deswegen sage ich auch. Das ist sogar das drittbeste, ne? Das zweitbeste ist. Oh, das erstbeste ist die Battle-Pass-Waffe. Was laber ich? Die Standardwaffe. Zweiter Platz ist aktuell die Limited-Waffe und dritter Platz ist gerade die Battle-Pass-Waffe. Okay. Das mal auf, Jungs, ne? Warum das? Keine Ahnung, mal zu sitzen, Digga. Gleich 22:16, du hast sogar einen Hund raus, Digga, tschüss. So ist 13. Jawohl, mein Uhr auf dem PC geht aber 3 Minuten vor. Ja, bin ich auch erstmal raus. Bis dann. Okay, dann tschüss.
Ah, er ist schon weg. Na gut, wenn du falls irgendwie Hilfe brauchst, kannst schreiben, ne? Ja, kein Stress. Bis später. Wie später? Komm, später nochmal. Wenn du noch da bist, weiß nicht, wie lange du bleibst. Ich bleib noch eine gute Zeit. Dann wir uns später oder morgen, falls es doch nicht später wird. Da habe ich auch alles fertig. Ich habe 1,8% erhöht. Die zwei Sachen muss ich erhöhen. Definitiv. So. Mal schauen, wenn ich das andere Schwert jetzt verbessere. Mist, brauche ich jetzt die Teile. 7 Stück brauche ich. Gut. Ich ersetze mal. Was wollen wir jetzt als nächstes machen? Also. Was soll der Scheiß? Wo ist denn mein Kabel von meiner Maus?
können wir weitermachen. Wir überhaupt jetzt weitermachen. Mal schauen an den Resonanzen. An den Echos. Was fehlt uns denn da noch? An den Bussen. Nur der. Es ist nur noch ein Bus, den wir machen müssen. Gehen wir nochmal versuchen, den einen Boss zu klatschen. In der Hoffnung, dass er uns das Echo droppt. Auf geht's. Jukso. ターゲット確認。地域規制も戦争に不可欠だ。 Den hätten wir dann auch. Dann fehlt uns nur noch Stück. Ich denke, wir fangen wieder mit dem an, wo wir gestern einfach kein Glück hatten. Ach, der ist direkt hier vorne sogar. Ich hoffe, dass wir heute etwas mehr Glück haben. Ich habe keinen Bock, wieder den ganzen Abend nur nach diesen dämlichen Echos zu suchen.
Thank you.
bin wieder zurück. War was kleines Essen.戦争に不可欠だ。 戦争に不可欠だ。 Ich denke, das wird wieder lange dauern. Ich bin eher westlich unterwegs. Oh, ich bin Stufe 34, sehr schön. Natürlich, Lila.
Mann. Das hier wird definitiv wieder lange dauern. Ich will nicht mehr. Ja, endlich. Endlich ist die Jagd vorbei. Wir können zum nächsten. Ich glaube, da fange ich mit Qual Nummer 2 an. Und zwar mit dieser Verkehrslampe wieder. Die habe ich jetzt einfach gestern nicht gefunden. Hier gibt es eine Kiste. Kiste. Ja, das ist die da. Und hier gibt es auch noch eine Kiste. Hätten wir. Kiba Otoge. Wie viel habe ich bis jetzt wieder gesammelt? 1600. Das bedeutet, wir können wieder poolen. Ja, ich möchte poolen. Oha, gleich zwei Charakter. Sehr schön. Da kann ich die Constellation da mal hochziehen.
Natürlich nichts. Und wo sind die anderen? Die Herausforderung gescheitert. Hallo? Ja, moin. Hey, Bebo. Hallo? Kannst du aber... Ja, schön dich. Okay, warte. Guck mal, was ich dir geschickt habe. Warte. Oha. Gott, wow. Gerade bekommen. Heftig. Das ist ein Upgrade von Gold auf, von dem Blauen auf Goldenen und dann einfach so einen Goldenen bekommen. Das war mein erster, ne? Heftig. Ich hatte echt Glück. Bruder, ich wollte eigentlich mal random gerade meinen Resin ausgeben und habe einfach den bekommen. Das ist geil. Ja. Jetzt hat mein Gion einfach eine 50er Crit Rate. Doch. Und 200 Crit Damage. Also 200 noch was. Das ist heftig. Wo sind denn die anderen Ziele? Was ist das denn für eine dumme Übung hier? Ja, ich hol dir das dann mal. Wir zeigen. Bin dann wieder raus. Okay. Okay, ciao. Tschüss. Vielleicht krieg ich noch bei den anderen Teilen Glück. Ich hoffe. Vielleicht du auch. Suche wie blöd nach den Teilen. Einfach den Affen töten gehen, easy. Ne, ich bin ja noch am Komplettieren von den 5 Sterne und es fehlt mir nicht mehr viele. Ach so. Aber, also mir fehlen, glaube ich, warte mal schauen. Ich bin schon Stufe 20, aber ich kann halt nicht hochgehen, ne? Ja, ich bin auch Stufe 20. Mir fehlen noch 5 Stück. Mir fehlen noch, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nee. Das laber ich. 1, 2, 6, 7 Stück fehlen mir. Ich hoffe, dass ich da mehr Glück habe jetzt. Oh. Hallo. Jason? Ja. Okay. Hast du es gelesen? Ja. Boah, einfach 4 Würfel fehlen mir. Warum bist du offline gestellt? Bin ich da gar nicht. Doch, bist du. Nein. Oh, du bist wahrscheinlich. Doch, du bist offline gestellt. The fuck, ich bin nicht mal online. Warte. Du bist aber nicht mit Handy drin, oder? Doch. Oh, deswegen hast du just Scheiß an. Du sagst, ich geh jetzt in deinen Account und mach die Pools. Kannst du machen. Ich sehe gerade, ich bin wirklich offline gestellt, aber ich kann nichts dagegen machen.
Ja, glaub mir doch, wenn ich sage, du bist offline gestellt, dann bist du offline gestellt. Oder das Lustige ist, ich habe mich ja nicht mehr offline gestellt, aber wenn ich auf mein Profil gehe, steht unten, ich bin offline gestellt. Wenn ich auf online drücke, passiert gar nichts. Also ich kann mich nicht online setzen. Computer sagt nein. What the fuck, was ist das? Hä? Ja, was war deine E-Mail-Adresse nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen, Digga. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon mit dem gesagt habe. War das X groß für deinen Outline, ne? Vor deiner E-Mail ist alles klein. War da ein Punkt? Oder nur Jason hatte X? War das Jason.HunterX oder? Oder ich schreib's einfach, meine Güte. Boah, Junge, ich merke deine scheiß E-Mail-Adresse nicht. Oder ich hab die schon eine Million mal gesehen. Das ist mir scheißegal, ich merke mir die trotzdem nicht. Kein Echo. Ich hasse diese Ampel. Hast du gelesen? Und der hat was gelesen. Wie redest du? Mit dir? Du hast so gesagt, hast du das gelesen, Digga? Ach, keine Ahnung oder so. Keinen. Oh, nee, oder? Muss ich das ganze Tutorial noch machen, oder was? Ich dachte, du hast. Nein, sonst nicht. Das ist zu faul, durchspielen. Was kreist du mich schon bekommen? Zu hoch, das ist hier unten. Die Hauptsache, ich habe die ganze Zeit kein Teil bekommen und dann ich krieg so ein gutes. Also ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber nicht, dass es das so gut wird. Ich dachte wirklich, da geht zweimal Dev drauf. Einfach mein erstes goldenes, was einen guten Main hatte und ich benutzen konnte. Ich glaube, das Game mag uns langsam, was
Artefakts angeht. In Gänsehen habe ich immer noch meine alle Kino. noch eine Kiste. Ich bin mittlerweile 34. Was? Ja. Ah, nee, das ist die Kiste hier, oder? Ja. Wie sieht dein GL eigentlich aus? Muss noch etwas feilen. Ich habe ihm jetzt lauter goldene Sachen gegeben, aber die sind noch nicht ganz stimmig. Oh, ich sehe gerade, ich kriege ja durch die Talente nochmal ungefähr 6 Quid Rate. Let's go. Ja, meiner ist Quid Rate 21 und Quid Schaden 205 mit einer Angriffsstärke von 1087. Oh, okay. Hat er seine Waffe drauf? Ja. Achso. Na gut, ich bin der Crit Rate von 50, Crit Schaden auch 205 und normaler Angriff 1500. Knapp. Das sind genau gesagt 1494, aber ja, die 6 Damage. Das Lustige ist, dass mein Colchero sogar eine höhere Crit Rate hat. Von 25,1 bei mir. Ja, du hast mir doch das Schwert gegeben, oder? Ja. Deswegen. Aber ich verstehe nicht, wieso hat mein Gian nur 21, obwohl er ein Schwert hat, wo... Ah nein, der hat den Crit-Schaden, der hat keine Crit-Rate. Stimmt. Gian hat nur Crit, ja, Crit-Damage. Deswegen bin ich gerade so zufrieden, dass ich das nochmal bekommen habe. Also ich komme auf jeden Fall garantiert noch auf die 56er Crit-Rate. Garantiert halt, ohne irgendwas an meinen Echos zu machen. Ja, bei Gian habe ich momentan das Maximum an den Talenten gemacht. Das Gute ist, ich habe immer noch ein blaues Echo und das ist richtig scheiße. Also, ich habe es einfach nur wegen dem Set drin. Und wenn ich das, sobald ich das austauschen kann, kann ich da nochmal Crit Rate rausbekommen, weil ich habe da Doppelverteidigung drauf. Was ist das? Hast du eigentlich die schon so weit? Wie bitte? So weit was? Warte, ich mach mal den Stream und dann kannst du es sehen. Nein, ich hab's gerade. Ich hab gerade mein Echo. Sind jetzt alle. Alles durcheinander. Also, ich hab hier 3 goldene gerade drin. Das ist schon mal gut. Und dann kommt einfach ein Diener da. Der ist okay. Ne, der ist scheiße. Sich gerade, der hat auch keinen guten Stat. Och, Mann. Guck mal, bei meinem Gian kann ich eigentlich schon was aufbessern oder alles ist scheiße. Ja, was wolltest du mir zeigen? Ah ja, ich zeig dir. Hast du die hier schon fertig gemacht bei dem Gian? Nee, nee. Okay. Doch, das, also die unteren schon. Auch auf Stufe 4? Nee, ich bin glaub noch 3. Warte. Was geil wäre, was sie mit ins Game bringen könnten, wenn du so ausweichen tust oder wenn du den Boss doch so weit geklebt hast, dass der okay so am Boden liegt, dass du den Finisher drücken kannst, wie jetzt hier. Und das bei jedem Boss machen würden, mit jedem Charakter, das geil. Also wenn die es reinbringen würden, so Finisher. Achso, wo ist eigentlich der Finisher hin? Den gibt's nur in der Story. Also nur, wahrscheinlich nur hier am Anfang. Anders habe ich ihn noch nie gesehen. Gibt's auch. Nirgendwo nicht. Okay. Die Talente kannst du erst auf Stufe 5 komplett fertig machen. Weltstufe. Genau. Das heißt, auf 80 kann man. Ja, auf 80 kann man sie erst fertig machen. Dann gibt es dann, was kriegt man da nochmal? 2,8 Crit Rate, 4,2 Angriff, 4,2 und nochmal 2, also quasi nochmal 5% Crit Rate. Hey, du kannst auf Dings zugreifen. Kannst was? Pools abholen. Nicht du.
Wo kann ich Pool zahlen? Da standen 9 Nachrichten, aber jetzt. Die sind nicht da. Oh, doch. Tschüss. Mach alles beanspruchen. 20 Pool, 20 Pool. Let's go. 6x5000. Gold. Fragst du mich noch, was sollte ich nehmen? Oder welche willst du haben? Normale Schwerter. Was? Bringt am meisten was für den Main Character. Na, ich kann die abholen, aber ich kann noch keine Pools aufmachen, Digga. Ja, du musst jetzt wieder in die Stadt gehen, du weißt ja. Gib einfach die Gegner, scheiß auf die. Ach doch, du musst ihn besiegen, jawohl. Ja. Scheiß. Ja, endlich. Von der Ampel hab ich jetzt den 5. Gib dem Main Character direkt die Waffe. Damit der mehr Damage macht. Einfach skip. Einfach C drücken. Die ganze Wale skippen. Ich kann ihn noch absorbieren oder nicht? Ja, juckt doch nicht. Dann krieg ich halt nochmal für Pools. Sorry, das muss ich jetzt mitnehmen. Suche noch weiter die letzten. So. Jetzt fehlen mir nur noch 3. Nice. Ey, wie viel Verteidigung hast du auf deinem Gian? Also, guck mal. Schon, Gian hat bei mir 971. Oh wow, okay. Na gut, dann bin ich mit meinen 1000 noch was. Ich dachte schon, das ist viel, aber du hast ja genauso viel. Passt. Da bin ich gut noch mal davon gekommen, was Verteidigung angeht. Ich hab da auch 980 im Raumschiff. Was ist hier? Familie. Ey, da ist der fucking Fahrschuldiger, den ich vorhin meinte. Moin. Was ging eigentlich jetzt nochmal ab?
abgelöst. Du gehst da jetzt zu diesem Hafen, aktivierst die. Dann gehst du überhaupt ins Hauptquartier, redest mit diesem Sanua. Und danach kannst du endlich die Pools öffnen. Zumindest. Danach geht's zu den Pool-Typen. Mortify. Mortify. Ich weiß auch noch nicht, wie er ausgesprochen wird. Ist es Mortify oder Mortify? Ja, Mortify, sagen die meisten. Oder Mortify. Ebo? Ja? Was denkst du, wie schnell wird hier ein Power creeped? Ich denke schon vielleicht nächstes Update oder das Update drauf. Könnte es mir schon vorstellen. Ja, das könnte sein. Der Fahrstuhl. Dupliziert. Na moin, die Deutschen, Digga. Die Meisterspione, die Deutschen. So, das ist jetzt auf Deutsch, what the fuck? Ich guck Serie. So.
役立つといいが。 Ja, die Kiste hätten wir dann auch.戦争に不可欠だ。慈悲など無用。締め殺す。報酬以上を求めるつもりはない。 Was fehlt mir denn jetzt noch? Ah, das war der eine Duty, den mir gefehlt hat. Kann poolen, let's go! Endlich. Und direkt erster Charakter. Gut, so, what the fuck? Hab ich gesagt, ich kann jetzt endlich spielen, hab ich doch gerade gesagt. Jetzt. Nee, ich spiel. Wen willst du haben? Noch gar keinen, lass einfach. Wir gucken erstmal, wie wir ziehen. Zuerst die machen, ja, ne? Ja. Schade.
Kumpel. Ja, ich war mal da. Mein Account kam ja erst sehr spät. Du bist ja nur der Erste. Ja, ne? Ich mal gucken, so, dass dann die Dungeon kommt. Jetzt kommt noch. Oh, ne, Chicks, ja. Digga. Weg los. Moin. Tinsohüter. Discord! Schon wieder. Zweitmal. Mal sehen, was wird. Sehe ich mal kommen, es wird Kaltaro, weil irgendwie jeder ihn zieht. Schon wieder. Wo schon wieder? Bitte lass es nicht Ling Yang sein, bitte. Bitte. Das ist Verena, let's go. Oh nein, wenn das Mikro sehen würde. Jetzt limited Banner gewinnen. Da geht Nummer 20. Schade. Ja, da kommt jetzt ein Dungeon raus. Ich wollte gerade sagen, kann ein Dungeon sein. Du kannst aber skippen, wenn ein neuer Charakter kommt, dann kommt Animation. Oh, Mortify. Mortify. Einer geht noch. Es geht noch mehr, wo ich gerne, können wir noch anders bei sich spielen. Ja, moin! Ticker. Das ist doch die Waffe für Mortify. Die ganzen noch eingehen oder? Ja, in dem Limited. Hier auch in den Limited rein? Ja, ja. Da kannst du eigentlich alle nehmen. Und hier? Da gibt's noch welche. Waffenpools kannst du glaube auch. Ne. Ein Waffenpool. Einer. Wenn da jetzt eine Waffe rauskommt, ich lach. Und hier? Auch die Limited wieder. Ich glaube, da müsst. Doch ja, da geht ein 10er Pool. Sogar. Boah, hä? 5er. What the fuck, woher kommt der denn jetzt? Dann kommen die 5. Na, und die 5 könnte ich auch. Oh, woanders rein. Ja. Dass du da einkaufen bekommen oder so. Oh. Oh. What the fuck? Digga, imagine, das wäre Jan. Digga. Nee, du hast auf beiden Accounts die. Alter, ah, Maul. Da ist sie, Digga, da ist sie. Alter, Maul. Dungeon. Nochmal! Nochmal! What the fuck? Zweimal? Oh, die arme Mikro. Du erzählst uns auf deinem zweiten Account zweimal, wir reden. Ey, geh mal auf Constellation, geh mal raus. Geh mal auf Character. Ja. Ja. Digga, das ist so jugendlos. Warte, nicht aktivieren.
So. Jetzt. Aktivieren? Ihr könnt es aktivieren. Oh. Der Account ist schon wieder ehrenlos, Junge. Miko hätte den gerade am liebsten gehabt. Einfach C1 Verena, what the fuck? Ich könnte jetzt nochmal Verena wählen, dann hätte ich sie sogar. Ich könnte sie noch doppelt wählen, dann hätte ich sie einfach C3. Das ist heftig. Aber nee. Sechs Ziehungen haben wir noch. Ich gehe mal hier. Wo auch immer die sechs Ziehungen herkommen. Wie hast du geholt? Ach, stimmt, stimmt. Auf wen willst du gehen? Ja, gibt's noch welche. Oh, ich weiß nicht. Enko? Der Charo? Den safe nicht. Den auf jeden Fall nicht. Sie weiß auch nicht. Ich würde glaube Enko nehmen von den ganzen. Mach erstmal die Limited. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen noch Tian. Wenn nicht, dann gehen wir auf Calcharo. Und dann würde sich Calcharo lohnen, weil dann könnte man rein theoretisch Yillin ziehen. Also wenn der Account je überhaupt nochmal gespielt wird. Wo auch immer die herkam. Wow, Bruder, wow. Nochmal 6 Puls. Okay. Ja, gern. Sechs normale Pools noch. Wo willst du die rein haben? Einfach in dem Banner hier oder? Mach die einfach da rein, ja. Du hast ja am 5. eine Woche hinbekommen, ne? Hm. Wir sind auf dem Account passt jetzt auch nochmal. Naja. Gönnt nicht. Drei noch. Ja, imagine noch eine Verena kommt. Aber einfach schon Dungeon ist da. Ist Hanua. Wow. Nehmen wir auch noch mit. Ja, das sah grad voll Gold aus, what the fuck? Manchmal sieht das übel komisch aus. Diese Antäuschung manchmal. Digga, wie viel man pullen kann am Anfang, ne? Genshin würde niemals so viel geben. Nö. Genshin hasst diesen Trick. Die verdienen sonst nichts dran.
Wäre auch zu schlimm, wenn die mal ein paar 1000 Euro nicht verdienen. Weil Leute pähen. Mir ist eine Ausbeute. Er gesagt, deine Ausbeute. Meine Zielzahl ist 1 für jeder. Mit C1 Yang Yang. C1 Jixia. Aber guck mal auf die UID, da habe ich noch Glück gehabt. Ja, moin. 64. Jetzt, ich mache ihn verlassen. Der wird nie wieder gespielt, der Account. Weil ich mache mir jetzt auch nochmal einen zweiten Account. Für die Pools, Digga, für die Pools. Miko hasst den Trick. Was? Ich merke jetzt hier auch nochmal die Rina. Miko wird nie wieder mit uns sprechen, das ist es. Alle haben Verena. Wenn sie live dabei gewesen wäre. Alle haben Verena so. Außer Miko. Das Ding ist, sie ist einfach beim 70. Pity von 80. Digga, ist das frech. Das heißt, sie musste wirklich bis zum letzten 10er Pool. Digga. Ja, ne. Also, nächstes Mal, wenn sie reinkommt, sagen wir, was ist der Unterschied zwischen dir und uns? Ja, Benny. Wir haben beide Verena C1. Ja. Und Kai irgendwie auch zum Teil. Er hat Was ist denn hier die scheiß Batterie? Hier irgendwo rumliegen. Bleib ich schon stecken. Ich möchte diese scheiß Kiste hier. Verstehe. Raus, ne? Ich mein iPad laden. Bis später. Wie später? So rein. Hier liegt der Akku. Damit. Bam. Gut, wenn ich schon hier bin, dann kann ich auch die andere. Nein, sag mir nicht, das ist auf dem Gebäude. Sind wir ganz nach auf dem Gebäude. Was tust du? Ich mache gerade noch ein paar Schatztruhen hier in der Gegend, wo ich bin. Hast du schon diese ganzen Würfel eingesammelt? Nein, die du bei dem Händler abgeben musst? Mir fehlen noch welche, ich habe aber schon die meisten.
Das Ding ist, mir fehlen vier Stück. Und der Rest ist oben, wo du zur Main Quest, zur Hauptstory hinkommst, was noch nicht freigeschaltet ist. Und da musst, musst du die Hauptstory fertig spielen. Ich weiß, hat Jason schon erzählt. Und einer ist in diesem Sturm, wo ich auch noch nicht hinkomme, weil ich da irgendeine Forschungsquest machen muss. Ja. Und mir fehlen vier Stück, damit ich auf dieser Stufe 10 bin. Das triggert mich geisteskrank. Also momentan bin ich von den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, von den 10 Gegenden bin ich nur auf einer Gegend 100%. Okay, ich bin auf gar keine 100%. Weil das bringt dir auch nochmal gut ein Level. Etwas mehr wie ein Level. Okay. Und dann abgesehen auch von all den Splittern, die du sammelst durch die Kisten. Ja, das ist sowieso geisteskrank, wie viel man bekommt. Wenn man die einfach so spannt und einfach nur rumläuft. Ja, wie viel habe ich jetzt momentan wieder? Ja, 316. Ich hatte jetzt vorhin einen 10er Pool gemacht. Ich habe wieder einen weiblichen. Jetzt muss ich gucken, wo muss ich denn hin für... Das ist hier, oder? Hier, die Richtung. Ich wusste es, es ist dieses Gebäude. Ja, wenn ich Stufe 35 hätte, kriege ich nochmal 15 Pools. Ja, das dauert immer noch ein bisschen. Ich bin kurz vor 30 erstmal. Ich muss ganz genau 7100 Erfahrungspunkte sammeln. Viel Spaß. Und fängst du auch jetzt an, die Ashes zu sammeln?
Wie bitte? Was? Ich fange sie auch jetzt an, die Ashes zu sammeln. Die 5 Sterne Ashes. Ich weiß nicht, ob ich das schon kann. Ich habe jetzt nur 4 Sterne. Du hast aber schon 15 erforscht, oder noch nicht? Weiß ich gerade gar nicht. Also an sich habe ich sonst immer nur Pyros da lila bekommen. Außer halt diese OP-Gegner, die Gold sind.任せてください。植物だって生きてるんです。気をつけましょうね、今。はっ、へい、チャンス。ボタン申請せず。はい、行きますよ。 戦争に不可欠だ。
So, dann machen wir mal weiter.何かで使えるだろう。報酬以上を求めるつもりはない。 Ist das Ding. ...報酬以上を求めるつもりはない。 戦争に不可欠だ。
戦争に不可欠だ。 役立つといいが。危険も戦争に不可欠だ。ここは俺に任せろ。雷鳴よ、牙を向け。いや、恐れなし。 来るべき時に備えよう。備えあれば憂いなし。
行くぞ。 行くぞ。 備えあれば憂いなし。 行くぞ。 行くぞ。
Na, erster Charakter Tauki. Das sehe ich mich. Okay. Oh, ja, geht doch Forster. Nochmal Tauki. Einfach back to back. Also wie Verena? Ihre Waffe habe ich schon mal. Ihre Top 1 Waffe. So, mal gucken, wer der erste 5-Star wird. Oh. Ah, Alto. Und der 5-Star wird. Och nee, nicht der Löwentyp, warum? Hätte ich nicht auf Jasons Account ziehen können. Ling Yang. べき時に備えよう。行くぞ。 備えあれば憂いなし。
Kitchen wo?行くぞ。 備えあれば憂いなし。 補給として使おう。行くぞ。
行くぞ。 報酬以上を求めるつもりはない。 戦争に不可欠だ。 役立つといいが。 戦争に不可欠だ。死ね。
静さを失うな。規定も戦争に不可欠だ。役立つといいが。戦争に不可欠だ。雷鳴よ、牙を向け。後戻りは許されない。何かで使えるだろう。戦争に不可欠だ。死ぬ死ぬ死ぬ壊れる死ぬ。戦争に不可欠だ。切る。雷鳴よ、牙を向け。役立つといいが。
何かで使えるだろう。報酬以上を求めるつもりはない。行くぞ。痛みよ、我が身をまとえ。
の日が来たのか。戦争に不可欠だ。戦争に不可欠だ。痛みよ、我が身をまとえ。その程度か。行動を慎め。死ね。冷静さを失う。後戻りは許されない。自然の贈り物ですね。大事にしましょう。行きますよ。行くぞ。これでどうだ。これで決める。風に乗れ。
備えあれば憂いなし。ここにてうがつ。これでどうだ。
これでどうだ行くぞ局を開くやっEndlich. も戦争に不可欠だ。キル雷鳴よ、牙を向け。Endlich alle Echos auf 5 Sterne. Max. Ich glaube, ich war jetzt mindestens mehr als eine Stunde für nur einen einzigen zu finden. Für diese ganzen Würfe vorhin habe ich locker 4-5 Stunden, ja noch um die 3-4 Stunden gebraucht. Das Spiel frisst Zeit. Okay, jetzt verstehe ich. Also es ist dann genauso wie bei Genshin. Der Main-Character, du musst für seine Constellation für jeden Schadensart musst du hochsetzen. Okay. Ja, auf Spectro habe ich ihn auf Constellation 4 und auf Chaos habe ich ihn auf Constellation 2. Ja, das hat mich für heute geschafft. Für heute reicht es. Morgen machen wir dann die restlichen Nebenmissionen. Tag für Tag ein bisschen. Eigentlich wollte ich es gar nicht machen, aber ich will diesen einen Pool noch, damit ich die letzte 10 Erziehungen machen kann. Also, das ist die letzte. Mehr oder weniger, die letzte. Mir fehlt nur noch
Dings, aber ich bin in der scheiß Story von Ska gefangen. Die ganze Zeit schon am Durchskippen. ...52, 63, 73, 55, 69, 47, 24 und 46. So 24 ist die kleinste Entdeckung, die ich habe. Die anderen sind alle ziemlich weit, über 50%. Ja, wenn die Nebenmissionen fertig sind, dann kommt der richtige Spaß und das heißt den Rest der Map entdecken. Wollen Gegenden. Bei meiner Entdeckungsphase ist, glaube ich, die Map eher komplett auf 100%, als ich die ganzen Quests fertig habe. Aber die Map-Entdeckung finde ich besser hier wie bei Genshin, weil hier kann man auf die Gebiete drücken und dann hast du ganz klar stehen, was dir noch fehlt. Nee, was echt? Genau dir fehlt. Das heißt, da steht dann zwar nicht in Mengen, aber in Prozentsätze. Resonanz, Leuchtfeuer, Schallkassetten, Vorratstruhen, Blockfliegen und Aussichtspunkte. Na, das ist nice. Dann weißt du genau, wonach du suchen sollst. Und ich sehe gerade, das eine ist ja richtig easy. Da habe ich nur noch Vorratstruhen, Blockfliegen und Aussichtspunkte.